Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu DIY-Inspiration und herzlich willkommen in der Küche zu einem neuen 24-Stunden-Video. Es gibt heute nämlich 24 Stunden Bubble-Waffeln für mich. Also Frühstück, Mittag, Abendbrot. Allerdings werde ich mit dem Mittagessen starten. Es ist nämlich schon fast wieder Mittag und Frühstück hatte ich schon. Ich habe nämlich einen neuen Bubble-Waffel-Maker bestellt und werde ihn jetzt mal ganz ausgiebig mit euch austesten. Drei verschiedene Varianten testen, zwei davon süß, eine herzhaft. Und als erstes zeige ich euch natürlich das Gerät und den Teig. So, hier seht ihr einmal die Verpackung des Bubble-Waffeleisens. So sehen die Bubble-Waffeln dann hoffentlich nachher bei mir auch aus. Richtig cool gefüllt mit verschiedenen Füllungen. Ich zeige euch natürlich auch, wie man die so schön aufrollt und wie man Taschen dafür selber macht. Und ja, ich würde sagen, erstmal auspacken und dann geht's los mit dem Teig. Für den Waffelteig schlage ich als erstes 5 Eier mit 200 Gramm Zucker auf. Dann kommt eine kleine Prise Salz dazu und 250 Gramm Butter. Ein Päckchen Vanillezucker, 500 Gramm Mehl, 5 Gramm Backpulver und zum Schluss noch 400 Milliliter Milch. Das Ganze mixe ich so lange, bis ich einen schönen glatten Teig habe. Das Waffeleisen heizt schon mal langsam vor und der Teig ist fertig. Also, es kann mit meiner Bubble-Waffel losgehen. Die erste wird natürlich ein absoluter Klassiker. Ich werde sie mit Eis füllen. Vielleicht noch ein paar weitere Süßigkeiten dazu. Sahne und Soße natürlich auch. Ich bin schon ganz, ganz gespannt. Das Waffeleisen muss natürlich auch eingefettet werden. Ich nehme dafür einfach so ein bisschen Backtrennspray. Und ihr habt euch vielleicht auch schon gefragt, wofür diese zusätzlichen Füßchen sind. Der Trick bei dem Waffeleisen ist nämlich, man kann es umdrehen. Dadurch backen die Bubbles dann wirklich an beiden Seiten richtig schön aus. Während die Waffel backt, zeige ich euch schnell, wie ich die Waffeltüten selber gemacht habe. Dafür habe ich hier Backpapier. Das Wichtige ist nämlich, dass das Papier, das ihr als Grundlage benutzt, lebensmittelgeeignet ist. Also Backpapier eignet sich dafür natürlich sehr gut. Das falte ich einmal in der Mitte und dann nochmal rüber, dass ich es auf ein Viertel der Größe habe. Das sind so fertige Zuschnitte. Dann schneide ich es auseinander auf den vorgefalteten Linien. Und ich habe jetzt vier Stücke, die nicht ganz quadratisch sind. Das sind Rechtecke, aber zwei Seiten sind länger als die anderen beiden. Und ich kann jetzt einmal eine Seite rüberfalten auf die andere und habe hier noch so ein Stück überstehen. Und das ist jetzt wichtig. Dieses überstehende Stück schlage ich jetzt nämlich einmal rüber. Dann das Dreieck öffnen, die kleine Seite rüberschlagen und das Dreieck wieder schließen. Und jetzt habe ich meine Tütenform grundsätzlich schon fertig, aber es muss natürlich noch zugeklebt werden. Dafür benutze ich jetzt einfach doppelseitiges Klebetape. Wieder zufalten. Schön festdrücken und fertig ist die Waffeltüte. Da kommt dann noch eine hübsche Serviette drumherum und wirklich ganz perfekt geeignet für die Bubble-Waffeln. Während die Waffel backt, habe ich hier schon mal mein Eis bereitgelegt. Ich habe mich für Mars und Snickers-Eis entschieden. Weißes Snickers-Eis und ganz normales Mars-Eis. Dazu kommt gleich noch Sahne und Schokosoße und ein paar Mikado-Stäbchen. Und ich habe hier auch schon mein Glas mit der Eistüte auch bereitgestellt. Die erste Waffel ist fertig. Ich nehme sie mal vorsichtig raus. Oh, jetzt ist sie rüber geschwappt. Ich lege sie mal vorsichtig hier auf das Gitter und lasse sie ganz kurz ab. Dann rolle ich sie vorsichtig zusammen. Gebe sie hier in das Glas rein. Und dann kommt auch schon die Eisfüllung dazu. Das wird so lecker. Sahne drauf. Ein bisschen Schokosoße.
Und die Mikado-Stäbe. Ich liebe Mikado-Stäbe. So. Mehr Mikado-Stäbe gehen nicht. Ein bisschen wie Wunderkerzen. Und jetzt bleibt mir natürlich nur noch übrig, das Ganze zu probieren. Und los geht's. Es ist super lecker. Und die Kombination von dem kalten Eis, was so langsam schmilzt, und der warmen Waffel ist richtig, richtig gut. Und man kann eben diese Bubbles super schön mit dem Löffel ablösen und eben einzeln essen. Bestes Mittagessen für mich. Ja, ihr Lieben, wie angekündigt, gibt's zum Abendessen bei mir auch eine Waffel. Und da habe ich mir was Herzhaftes überlegt. Es gibt eine Avocado-Waffel. So langsam, muss ich sagen, bekomme ich auch wieder Hunger. Also das Mittagessen, gebe ich auf jeden Fall zu, war ziemlich, ziemlich mächtig. Also die Waffel mit dem Eis. Also kein Snack für zwischendurch, sondern auf jeden Fall, ja, sättigend für den gesamten Nachmittag. Und ja, Avocado, dann gibt es Salsa dazu als Grundlage und es gibt ein bisschen Salat, Salz und Pfeffer, Zitrone wird auch dabei sein, aber als erstes muss natürlich die Waffel wieder gebacken werden. Und meine nächste Waffel ist fertig. Ich hoffe, ich bekomme sie diesmal ein bisschen besser raus. Ja, wie schön sie ist. Und wieder ein bisschen abkühlen lassen. So, hier kommt sie. Und dann kommt erstmal eine schöne Portion Salsa mit rein. Ich verteile das auch so ein bisschen hier an den Seiten. Dann ein bisschen Salat unten rein. Avocado. Ein bisschen Zitronensaft. Salz und Pfeffer. Und dann mache ich das gleiche nochmal. Wieder eine Schicht Salat. Mehr Avocado. Zitronensaft, Salz und Pfeffer drauf und noch ein bisschen Salat als Deko. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie diese Bubble-Waffel schmecken wird. So, guten Appetit für mein Abendessen. So. Die Avocado ist schon mal sehr lecker. Oh ja. Und auch in der Kombination mit der Waffel. Ich habe ja sogar den süßen Waffeltag weiterverwendet. Schmeckt sehr gut. Also ich mag das, wenn das auch so ein bisschen süß und salzig zusammen ist. Und die Avocado ist schön frisch dabei mit dem Salat. Kann man durchaus machen. Sehr, sehr lecker. Hey ihr Lieben, inzwischen ist es wieder Morgen geworden und es gibt Frühstück für mich, die nächste Waffel. Ich habe mir überlegt, es gibt jetzt eine Schoko-Variante mit Erdbeeren, dafür habe ich schon ein bisschen Kakao und Milch mit in den Teig eingerührt. Und es gibt jetzt natürlich auch noch einen Kaffee für mich und ich backe jetzt schon mal die Waffel und was sonst noch reinkommt, seht ihr natürlich jetzt gleich auch. Meine Schokowaffel ist jetzt auch fertig. Ich nehme sie auch mal vorsichtig raus. Die muss natürlich auch wieder jetzt einen kleinen Moment abkühlen. Und ich habe hier schon mal meine Erdbeeren geschnitten und ein bisschen Quark mit ein bisschen Vanillezucker und Zitronensaft angerührt. So, die Waffel ist schon mal in der Tüte drin. Jetzt kommt der Quark mit rein. Und ich schichte das wieder so ein bisschen. Dann kommen ein paar Erdbeeren dazu. Und noch mehr Erdbeeren und obendrauf noch ein Klecks Quark und ich gönne mir auch noch ein bisschen Schokosoße. Ich freue mich, ich habe richtig Hunger. Erst noch ein Stückchen Kaffee und dann schlage ich mal zu. Sieht auf jeden Fall mega lecker aus. Auch eine super gute Kombination. Ich zeige es euch nochmal. Schokolade, Erdbeeren, Quark und Waffeln. Alles auch wieder diese schöne Kombination, die schönen kühlen Waffeln, der kalte Quark, dazu die warme Waffel. Also Bubble-Waffeln haben auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial und ich glaube, die werden wir bei uns auf dem Kanal auch durchaus noch mal öfter sehen. Ich denke, wenn Bianca wieder da ist, werde ich sie damit auf jeden Fall auch noch mal überraschen. Und ja, ich bin am Überlegen, was war mein Favorit.
Ich glaube tatsächlich die Waffeln mit dem Rucola und der Avocado, die gestern Abend, die war überraschend gut. Also da hatte ich wirklich so meine Zweifel, aber die hat mich wirklich richtig überrascht. Hier war ich mir sicher, dass das funktioniert. Aber die Avocado auf jeden Fall die Überraschung für mich. Und jetzt natürlich die Frage an euch. Welche Waffel war euer Favorit? Was würdet ihr in eure Waffeln reinmachen? Schreibt es mir auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, dicken Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, kommentieren, kleine Glocke aktivieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss!